will die Johanna Sisek in Bewegung vom Alzheimer Sportclub Johanna Eifert. Auf der Bahn 2 von der Andy Schwirte Nina Holzhausen. Auf der Bahn 3 die aktuell zweitschnellste deutsche Langhürdlerin. Dritte Bahn bei der Juniorengala von Ballern von der TSG Schwäbisch-Hall Astrid Beerwagen. Auf Bahn 4 von LC Redingen Kim Carina Schmidt. Die fünfte der U20-Weltmeisterschaft von Ordnung. Siegerin bei der Juniorengala von Ballern. Auf der Bahn 5 Lisa Hofmann, TSV Bad Kissingen. Fünfte des Vorjahres und in der zweitschnellsten Vorlaufzeit von der LG Evo Seligstadt. Auf der Bahn 6 Friederike Hochleber. Die deutsche EU-Vizemeisterin des vergangenen Jahres von der LG Leipzig Berlin. Auf der Bahn 7 Anna Meister. Vom TSV Schönberg auf der Bahn 8 Tatjana Sint. Das Finale 400 Meter Hürden der weiblichen Jugend A. Entschuldigung. Hallo. Können Sie sich vielleicht hinsetzen? Danke. Auf jetzt, auf der Bahn 5. Das ist die Sonne, die schnellste Deutsche. Aktuelle Top 10 des Sekunden. Da hat sie fast 2 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Schauen Sie sich mal diese riesige Lücke an, die da schon aufgerissen ist. Lisa Hofmann auf der Bahn 5. Friederike Hochlebe auf der 6 dahinter. Schnellste Deutsche in diesem Jahr, aber Lisa Hofmann. 59,63, die inoffizielle Zeit.